Hallo Freunde, willkommen zu diesem kleinen kurzen Video. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video von Halbzwilling und das zugehörige Video auch von Shade gestern noch gesehen habt. Das ging darum, dass Shade ein sehr, sehr cooles Datapack gemacht hat, wo man Items, so Custom Items machen kann für Mapmaking, die also Unbreakable haben und ein Damage. Und die aber, obwohl sie dann unbreakable sind, trotzdem noch Usage haben. Ihr seht gerade, ich habe 4 von 500 Users. Das kann man übrigens alles custom einstellen, aber das ist nicht mein Part. Da müsst ihr euch deren Videos angucken. Die habe ich auch beide mal unten verlinkt. Und ja, das heißt also, wenn ich jetzt mal in Survival Mode gehe, dann kann ich hier wirklich die Blöcke abbauen und dann nach der Zeit geht halt die Spitzhacke kaputt. Ja, Noah meinte dann noch in seinem Video, man kann gerne, ja, wenn man will, halt noch so ein Add-on programmieren, in Anführungsstrichen, dass man die Sachen auch wieder reparieren kann. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Er meinte so von wegen, wenn man will, dass man das halt auf dem Amboss raufschmeißt und so weiter. Und weil ich halt sehr unkreativ bin, habe ich das einfach genauso übernommen. So, und das möchte ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Und dann war es das auch wieder mit dem Video. Wir haben nämlich gerade, ja, kurz vor 1 Uhr nachts und ich muss eben in 5 Stunden schon wieder aufstehen zur Schule. Macht ja auch nichts. Also, Diamantsachen repariert man entweder mit Diamanten oder mit Diamantblöcken. Dabei bringt ein Diamant 10 Durability und ein Diamantblock 100, das zeige ich euch. Ihr seht gerade, die Spitzhacke hat 4 Durability. Wenn ich einen Diamant drauf werfe, hat sie 14. Und wenn ich einen Diamantblock drauf werfe, 114. Ja, ich habe es übrigens auch so gemacht, dass wir nicht oder dass man nicht über dieses Maximum hinaus, hinaus reparieren können. Das heißt, ich kann jetzt hier alle Diamanten reinschmeißen und mehr als 500 bekommen wir nicht raus. Und wenn wir jetzt noch Diamanten oder Diamantblöcke reinwerfen, was ich jetzt in dem Fall mal mache, dann, ja, und jetzt quasi das hier repariere, dann waren das verbratene Diamantblöcke. Das heißt, ich habe das jetzt nicht verhindert, dass das geht. Aber ja, dann ist man halt selbst dran schuld. So, dann kommen wir zum Eisen. Eisen kann man auch wieder mit Ingots und Blöcken reparieren, zusätzlich mit den Nuggets, die es halt nur bei Eisen und Gold gibt. Und auch noch mit diesen Eisengittern und mit Eimern. Dabei bringt ein Block wieder 100, ein Ingot 10, ein Nugget bringt diesmal 1, ein Gitter 3 und ein Eimer 25. Ja, und beim Eisen ist es halt auch genau dasselbe. Wir können hier reinwerfen, was wir wollen, über diese, ja, über die eingestellte maximalen Uses können wir nicht drüber hinweg reparieren. Bei den Gold-Tools gibt es auch Nuggets, Ingots und Blöcke zum Reparieren und hier habe ich einfach die Werte gleich gelassen wie beim Eisen. Und ja, natürlich geht auch ihr dasselbe, dass wir nicht über das Maximum hinausgehen können. Beim Stein habe ich diese 5 verschiedenen, ja, Blöcke einfach genommen zum Reparieren. Ja, eigentlich die Mauer ist auch eigentlich egal, aber ich habe es halt einfach gemacht. So, der normale Stein bringt 8 Durability. Der Cobblestone bringt 2, glaube ich. Genau. Die Slabs jeweils die Hälfte, das heißt der normale Stone Slab 4 und der Cobblestone Slab 1. Und die Wall bringt auch 2, denke ich. Genau. Und hier können wir auch wieder ganz viel Stein mit verbraten, sozusagen. So, das letzte sind die Holztools. Und ja, beim Holz können wir jede Sorte von Planks, jede Sorte von Logs, jede Sorte von Stripped Log und jede Sorte von Barks benutzen. Das heißt, diese ganzen Blöcke zum Reparieren.
dabei bringt ein Plank eine Durability, ein Lock 4, ein Stripped bringt 6, glaube ich. Nochmal kurz nachgucken. Genau. Und Barks bringen 5. Ja. Und auch hier können wir natürlich wieder Sachen drin verbraten. So. Und damit würde ich sagen, das war es auch wieder zum Video. Ich werde euch nochmal eine Liste mit allen Materialien, die wir zum Reparieren benutzen könnt, in die Beschreibung einfach packen. Und die könnt ihr euch da rauskopieren, falls ihr das benutzen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Freut mich, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.